Yes, Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ihr könnt euch schon wahrscheinlich vorstellen, was kommt. Mero hat ein neues Lied rausgebracht. Die meisten kennen es wahrscheinlich schon. Es wurde schon herumgeschickt, glaube ich, per WhatsApp oder keine Ahnung was. Ich weiß nicht, von wo die das haben oder sonst was. Ich habe es nämlich auch bekommen. Ich kenne es aber schon von Insta, nämlich Mero Hobby Hobby. Da hat er so ein Part im Auto, wo er das kurz vorstellt. Und jetzt ist endlich das Musikvideo da. Ich sehe schon, ich war zwar gestern noch wach, nur hatte ich keine Kraft, irgendwie eine Reaktion zu drehen oder sonst was. Aber jetzt habe ich die Kraft, es ist Freitag, ich bin motiviert. Wir zeigen, legen wir los. Ich bin krass gespannt, ich habe es nicht ganz gehört. Ich kenne halt eben, wie gesagt, nur den Part. Und ja, ich bin echt gespannt, ob das Lied Ballerlos übertrifft. Und kurze Info noch zur Parodie. Das Lied ist fertig. Ich schaue, dass ich dieses Wochenende das Video drehe, wenn ich schaffe. Weil es ist extrem kalt draußen. Wenn es geht, geht. Wenn nicht, dann mal gucken, ne? Ich würde sagen, let's go. Boah, ich bin krass gespannt. Der Scheiß, den ich dir bringe, ist mein Hobby-Hobby. Seit Tag 1 war schon immer nur mein Hobby-Hobby. Heute ist es mein Beruf, doch bleibt mein Hobby-Hobby. Ich bin da, wie gesagt, ich hab alles vor der Ich muss sagen, von der Melodie her, also das Gesamtpaket finde ich jetzt schon das Lied besser als Ballerlos. Ballerlos ist zwar so ein Lied, ja wie gesagt, ihr kennt es eh, Platz 1, Newcomer, bla bla, nur es pusht mehr. Und das Lied finde ich aber hat mehr Flow, mehr, ich lache mehr bei dem Lied. Weiter. Der Typ sieht aus wie so ein Gustavo von Narcos. Ich habe sehr viel zu verkaufen. Nee, das klingt nicht so, ne? Lass mich lieber. Schauen wir weiter. Ich bin da, wie gesagt. Ich gänze den Typ so krass. Ich schwör's euch. Wie viel Talent, wie viel Enthusiasmus nennt man das so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht man, dass der Typ das mit Herz macht. Keine Ahnung, schaut mal bei Insta bei ihm vorbei, könnt euch so ein Bild machen. Der hat auch früher schon ein paar Musikvideos, also nur in Insta, so kleine Parts rausgehauen. Und da wusste man schon eigentlich, der Typ, bei dem wird's nach oben gehen. Ja. Yeah. Krasses Auto, Alter. Oldschool. Altmodisch. Oder? Ja Leute, das war das Musikvideo. Die Infos habt ihr in der Beschreibung. Schreibt mir in den Kommentaren, welches Lied ihr besser fandet. Also Hobby Hobby oder Ballerlos. Das würde mich ziemlich interessieren. Mein Favorit, muss ich sagen, ist das Lied. Ja. Noch zur Parodie, wie gesagt. Das Wochenende, ich hoffe, ich schaff's. Aber das Lied ist auf jeden Fall fertig. Mittlerweile bearbeite ich die ganzen Scheiß selber, weil ich hatte Probleme mit ein paar Leuten. Weil wenn man abhängig ist von jemandem, dann wird's schwer. Dann erwartet man von der Person was. Und wenn man erwartet, kann man ziemlich schnell enttäuscht werden. Deswegen habe ich mir das irgendwie ein bisschen selber beigebracht, dass sich das gut anhört. Ich kann euch verraten, von wem die Parodie ist. Und zwar von Lil Nano und King Khalil. Para Illegal. Solltet ihr auch wahrscheinlich kennen. Von dem habe ich das parodiert. Lasst euch überraschen. Bleibt gespannt. Lasst einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat. Ja! Schönes Wochenende, bis zum nächsten Mal, ne?